Hallo und herzlich willkommen ja, zu meinem oder zu einem neuen Video, und zwar ja, FIFA 16. Ich möchte einfach mal so ein Spiel starten. Ja, war seit längerer Zeit nicht mehr aktiv. Nehme zwischendurch gerade noch auf Twitch auf, aber das soll jetzt nur ein kleines Testvideo werden. Weil ich streame zwar gerade über der PlayStation auf Twitch, nur ich nehme den Bildschirm selber auf dem Rechner auf bei Twitch, und dadurch, dass da so eine Zeitverschiebung ist, möchte ich da gerne mal gucken, ob man da ein bisschen was machen kann. Und ja, daher gucke ich jetzt einfach mal so ein bisschen, wie das jetzt hier also aussieht. Ja. Ach, ihr seht, genau, der hat ja hier ein Ding jetzt, ne? Kommt Beta schon drinne. Ja, wir starten einfach mal das Spiel. Ihr Kommentatorenteam begrüßt Sie heute aus dem O-Dromo. Herzlich willkommen. Jawohl. Das Spiel heute: Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96. Genau. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Beide Mannschaften sind bereit, es geht los. Genau, ja, wir sind Eintracht Braunschweig, spielen gegen Hannover 96. Und wie gesagt, ich möchte einfach mal so ein bisschen gucken, Der Ball kommt gut. wie das hier, oh, so Salif aussieht. Sané. Hugo Almeida. Ich muss sagen, ich habe Gibt's jetzt die schon. Gelegenheit? Schrei mich nicht so an. Ich Gute muss sagen, Flanke. Alter. Schmiedeberg. Und da treffen Sie das erste Tor heute. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich schon seit längerem keine FIFA mehr gezockt habe. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Und Die dann Flanke fällt war er. lang unterwegs, aber Alter! auch sehr gut reingebracht. Und Und da dann fällt fällt der er. Abschluss leicht klein. Jetzt reicht's. Wenn der mir die ganze Zeit so ins Wort fällt, dann muss ich doch gerade mal gucken, ob man den einfach mal ausschalten kann. Ja, kann man gut, weil wer mir so ins Wort fällt, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich schon seit längerem kein FIFA mehr gezockt habe. Und die Fans kann ich auch noch gleich ein bisschen leiser machen. Die Steuerung, nein. Und da fällt auch schon das 1-0. Zuschauer, die können wir auf 2 machen. Genau, so, jetzt müsste das ein bisschen passen. Und ja, da liegen wir schon mal 1-0 hinten. Was ich eigentlich nur sagen wollte, Domi Kumbela, der ist ja jetzt zu Eintracht Braunschweig wieder gewechselt. Ich finde, so eine Art aber auch gefehlt in der Mannschaft. Es ist ja nicht so, dass die Braunschweiger scheiße spielen oder sowas. Nur sie, finde ich, vergeben. Tor. Ja, wie soll ich das sagen? Lassen sich zu schnell abschrecken, kann man auch nicht sagen. Ich weiß nicht. Geben zu schnell ihre Führung wieder weg, genau. Weil das ist mir damals auch aufgefallen, wo sie in der ersten Liga noch waren. Lange, lange haben sie immer zu null gespielt. Und dann so die letzten 10 Minuten, Viertelstunde, da ging das immer so los, fand ich. Dass die, ich weiß nicht, Konzentration nachgelassen hat, oder dass einfach keine Kräfte mehr vorhanden waren. Ist mir oft aufgefallen, dass ja, dass sie dann einfach komplett nachgelassen haben, und dass dann in den letzten 10 Minuten, Viertelstunde immer so die Gegentore passiert sind. Ich hoffe, dass es einfach so ein Domi Kumbela da mal ein bisschen helfen kann. Tor! So schnell drehen die Braunschweiger dann mal ein Spiel. Da ist er, der Domi.
13 oder gute 14 Minuten gespielt und schon 3 Tore. So kann doch ein Spiel gerne weitergehen. Den Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, sprich heute den, ich muss mal gerade gucken, den weiß ich gar nicht, den 7. Februar. Da müssten die Braunschweiger heute gegen Leipzig spielen, gegen RB Leipzig. Und da bin ich doch mal sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht. War nichts, habe ich noch gesehen. Ganz schwacher Pass. Gut gedacht, aber wie gesagt, schwacher Pass. Müsste kein Absatz gewesen sein. Domi, was machst du? Ja. Ich hoffe, das haut alles mit der Audio so jetzt so ein bisschen hin. Und vor allen Dingen, dass das, oh, jetzt kriege ich nachträglich noch die gelbe Karte. Und dass das alles so, ja, ein bisschen synchron ist. Was heißt ein bisschen? Das muss ja schon richtig sein. Sonst hat das ja alles keinen Sinn. Nur wie gesagt, und das ist immer so eine gute halbe Minute, die da so ein Unterschied ist. Das richtig perfekt zu timen, das ist, ja, vielleicht muss man es auch gar nicht perfekt timen, vielleicht passt das ja auch alles so. Aber wie gesagt, ich weiß das alles nicht so genau. Ganz klarer... Oh. Oh. Habe ich ja gerade so einen Kälteschauer. Oh, müde bin ich. Ach ja. Ja. Na, was macht er denn da, Dekali? Hat er Glück, dass er den Ball noch kriegt, beziehungsweise wollte ich sagen, den Freistoß. Foul! Ey! Also für meine Begriffe war das ein Foul. Wenn ich das mal so sagen darf. Nehme jetzt auf jeden Fall zumindest erstmal nur die erste Halbzeit auf. Ja. Schieß ein Tor, schieß ein Tor. So langsam könnten wir mal wieder so ein bisschen den Ball kriegen hier, ja, oder? Würde ich mal so sagen. Wenn ich den gelassen werde. Aber irgendwie... Möchte er mir den Ball nicht geben? Meiner. So, jetzt aber. Attacke. Lassen dich viel zu schnell den Ball wegnehmen. Viel zu schnell geht das. Und dann kommt hier so eine Kacke. Junge, Junge, Junge. Ich wusste gar nicht, dass Gicevic jetzt hier Dingens blonde Haare hat. Das ist mir neu. Das ist aber nur, wenn du hier den aktuellen Skader rund, den aktuellen Kader runterlädst, dann hat er irgendwie blonde Haare. Nur wenn du es nicht machst, dann hat er normal die schwarzen Haare. Also ich wüsste auch nicht, dass er jetzt irgendwie neue blonde Haare hätte. Deswegen bin ich ja leicht verwundert. Aber naja. Wenn sie schon mal was gedacht haben. Wie gesagt, hasst mich dafür, aber ich bin nicht der beste FIFA-Spieler. Wie man sieht. Aber man kann ja auch, ne? Keine Ahnung. Zwei Minuten Nachspielzeit, eine Minute schon rum. Ich denke mal die eine Ecke noch und dann denke ich mal, wird er auch abpfeifen.
Na oder? Lässt er den Angriff noch? Na? Lässt er noch laufen? Ja, tatsächlich. Lässt er den Angriff. Wenn er jetzt hier das Tor passiert, ne, dann raste ich aus. Nichts passiert. Warum lässt er nicht Vorteil laufen? So, Freundchen, ich würde sagen, hier langsam abpfeifen. Ja, komm, abpfeifen. 5 Minuten sind rum. 2 waren angesetzt. Wie darf ich das verstehen? Gleichberechtigen und sowas. Hallo. Pfeif mal ab jetzt. Hallo? Pfeifst du jetzt ab hier, verdammt. Junge, Junge, Junge. Was das jetzt sollte, weißt du? 2 Minuten waren angesetzt und gute 5 Minuten knallt er oder lässt er noch laufen. Naja, wie gesagt, das war erstmal die erste Halbzeit. Und ja. Mal gucken, wie das alles so ausschaut.